Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier aus Dresden. Für mich gibt es jetzt erstmal mein Käffchen. Puh, das Wasser hier, das schmeckt mal ganz anders als in Kiel. Und der ein oder andere hat sich bestimmt schon gefragt, ist der Papa eigentlich alleine da unterwegs? Und ich bin es nicht. Guck mal hier, meine bessere Hälfte ist auch mit dabei. Ja. Wie aus dem Ei gepellt. Guten Morgen. Und wo warst du gerade? Bei den Jungs drüben. Bei den Jungs. Die haben nämlich ihr eigenes Zimmer. Far, far away. Die können da Party machen die ganze Nacht. Und wollen wir da auch mal hingucken? Ich war schon. Okay, das könnt ihr dann bei Marie auf dem Kanal sehen. Und wir gehen jetzt direkt zu den Croissants. Gibt es heute Zucker für mich? Ist da Zucker drin? Ist in den Croissants, blöde Frage, in welchem Brot ist denn kein Zucker, ne? Es ist ja auch gar nicht so extrem hier mit mir. Ich werde mir natürlich ein paar Croissants gönnen. Denn immerhin ist heute schon Tag 24. Wir sind auch eben erst gekommen, also gestern. Weiß irgendjemand von euch, wieso da Tag 24 steht? Schnucki, weißt du das? Nee, eigentlich. Was ist Tag 24? Ich habe das auch schon gesehen, ich weiß es nicht. Und da habe ich, glaube ich, auch schon die Lösung des Problems. Ganz da hinten irgendwo steht Presse. Und da weht ja auch eine Fahne von der Morgenpost. Und Tag 24 ist dann wahrscheinlich so ein, hier der Tag, 24 Stunden, so ähnlich wie 24/7. Okay, also heute ist der erste Tag hier in Dresden. Naja, eigentlich der zweite. Gestern war immer nur so ein bisschen zur Hälfte. Das war ja eigentlich nur nachts. Da haben wir nicht viel gesehen. Und heute, jetzt los. Mama macht hier erstmal Hausaufgaben. Nein, es sind erst Hausaufgaben. Und da klopft jemand an der Tür. Mal sehen, wer das wohl ist. Guten Morgen, Mäuschen. Guten Morgen, Mäuschen. Oh, was machen die beiden Mäuschen? Ach, sind ja gar nicht zwei Mäuschen, das ist ja nur ein. Obwohl, bist du noch ein Mäuschen? Nee. Mit dir muss ich wohl nicht fragen. Was machst du? Was planst du da? Guten Morgen! Und du kommst auch genau rechtzeitig zum Schulbeginn. Guck mal, deine Schulsachen liegen da schon alle. Kannst dich gleich hinsetzen und los geht's. Und weg ist er. Wollen wir los? Ja. Wie hast du eigentlich geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Ehrlich? Ja. Und du? Auch gut. Und du? Naja, geht so. Ganz ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so gut einschlafen können, weil die Fenster irgendwie nicht richtig zu waren. Und draußen vor der Tür fuhr gefühlt alle 5 Minuten die Straßenbahn längs. Und das hat hier nur gerattert und Das war echt ziemlich laut. Ich denke, du hast gut geschlafen. Ja, aber ich kann trotzdem schlafen. Okay. Also irgendwann bin ich ja dann auch, man sieht's, ein bisschen habe ich geschlafen, ne? Augenringe. Das geht gleich weg. Außerdem ist das Licht hier. Sind gar nicht meine Augenringe. Ich bin überhaupt nicht müde. So, Ash hat hier schon mal die Müsli-Bar entdeckt. Ich nehme auf jeden Fall Müsli. Lecker Nougat-Bits hier. Und was haben wir hier? Zimtinis, Zimtos, wie heißen die? Mini-Zinis, ne? Kennst du die noch? Mama hat sich einen Tee gemacht. Und das alles gibt's hier zum Frühstück. Und hier habe ich auch schon gefunden, was ich gesucht habe. Meine Croissants. Und los geht's mit dem ersten Frühstücksgang. Und nun geht's mal auf zum zweiten Gang. Ich habe hier noch ein bisschen Rührei übrig. Das muss ich unbedingt auf ein Brot packen, weil mir das ein bisschen zu salzig ist. Normalerweise esse ich das ohne Salz. Ist nichts gegen das Hotel hier. Schmeckt ja gut. Aber wenn man sonst kein Salz isst, was sagst du hier zum Rührei? Okay, so und jetzt haben wir erstmal das Rührei hier aufs Brot gebracht. Und noch ein Käsebrot dazu. Das ist auch okay. Was geht's bei dir? Du bist schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Und bei dir? Du hast eine Käsestange. Sehr gut. Käse-Laugenstange. Die Eier hier sind die absolute Krönung. Ich will ja nun echt nicht meckern, ne? Aber bis das abgekühlt ist, ist schon Mittag. Und ich will mir das aufs Brot legen, weil das Rührei so salzig ist. Pack das zusammen mit der Schale. Was? Pack das dann mit der Schale rein. Bisschen knuspriger dann, ne? Ja. Und ich habe es geschafft. Das Ei ist geschnitten. Und das ist jetzt Gang Nummer 3. Und danach müssen wir auch gleich mal los. Bei Max wird um wann abgeholt, hast du mir gerade gesagt. Also jetzt muss ich mal einen Schnellessgang einschalten hier. Und so ist das, wenn man zu lange braucht zum Essen, dann sind alle weg. Weg, weg, weg. Da wollen wir den mal schnell hinterher. Ich weiß nicht, irgendwie die Jungs, die wollten schon mal hoch. Max, der muss das ja fertig machen, der muss gleich arbeiten. Und Mama wollte auch hinterher. Mal gucken, wo die sind. Ich glaube, mit so einer Straßenbahn will ich heute noch mal mitfahren. Schnucki, was hältst du davon? Wollen wir jetzt in Straßenbahn fahren? Jo.
Also Mama ist gerade da und macht sich fertig, damit wir gleich unseren Tag in Dresden beginnen können. Und dieser Tag beginnt jetzt. Was wir alles erleben, könnt ihr dann bei TipTapTube sehen oder eben auch bei Echt so oder bei Ash 5 und auch bei Maryland. So, und jetzt geht's los. Bis dann. Ciao.